Man beachte bitte hier Tom Gerhard da oben nicht. Also man ignoriere ihn bitte gekonnt. Hallo meine Lieben, heute habe ich wieder ein neues Video für euch. Und zwar geht es um diesen Fußballlook. Und wenn ihr sehen wollt, wie ich den passend jetzt zur WM geschminkt habe, dann bleibt dran. So, ich habe euch jetzt mal ein bisschen näher rangeholt. Die Augenbrauen sind schon gemacht. Ich fange mit den Augen an. Und dazu werde ich erstmal mein Augenlid sozusagen primen. Dafür benutze ich den Boeing Concealer und gebe ihn mir auf mein Augenlid. Diesen Concealer benutze ich sehr gerne auch als Make-up-Base, also als Eyeshadow-Base. Und dann fangen wir jetzt auch schon an, das Ganze zu setten. Da nehme ich von der 20 Karat Nudes Palette diesen matten Ton neben dem Gold und sette damit mein Augenlid. Das ist wirklich so der perfekte Setting-Ton, weil das so ein heller Lidschatten ist und das passt halt immer super. Ja, fangen wir einfach mal mit dem Gold an, weil ich gerade die Palette auch dazu in der Hand habe. Und dann nehme ich so einen schmalen Pinsel und werde mir das hier vorne vorsichtig auftupfen. Ich werde auch keine Transition Shade benutzen oder sonstiges. Es geht ja um die Flagge. Ihr könnt den Pinsel natürlich auch noch ansprühen, so wie ich. Dann habt ihr das Ergebnis ein bisschen besser. So, genau. Dann haben wir schon mal das Gold. Jetzt nehmen wir die nächste Farbe. Ich nehme da einfach mal, versuche das Rot hier unten zu nehmen. Ich hoffe, es ist pigmentiert genug. Das war mal aus einer NYX-Palette. Also auf dem Pinsel kommt schon mal ganz gut Produkt. Und das geben wir uns dann hier in die Mitte. Verbindet das ein bisschen mit dem Gold gleich. Geht damit schön hoch, weil wir wollen ja so eine Crease nachher kriegen. Und dann kann das ruhig schön hoch sein, weil sonst, wenn ihr euch die Crease zieht, sieht man ja nachher gar nichts mehr. Und tupft das auch schön auf, damit die Pigmente schön da bleiben, wo sie sein sollen. Ihr braucht auch halt nicht runtergehen, weil jetzt, wie gesagt, ihr säubert das ja nachher sowieso. So, wenn ihr das Rot auch schon habt, dann natürlich auch noch das gleiche an der anderen Seite. Nehmen wir uns einen fluffigen Pinsel und verblenden das ein bisschen nach oben. Also genau, dass das schön verblendet ist und nicht direkt. Könnt ihr es auch ein bisschen nach hinten ziehen, da kommt der nachher dann eh schwarz. Dann sind wir wieder ganz vorsichtig mit dem Schwarz. Dann nehme ich auch wieder so einen Pinsel und gehe damit auch in das Schwarz dieser NYX-Palette und gebe mir das hier außen ganz vorsichtig auf. Wie ihr seht, es gibt Fallout, aber deswegen fangen wir auch mit den Augen an. Das Schwarz ist sehr intensiv, deswegen passt da ein bisschen auf. Jetzt sieht das halt alles noch ein bisschen sehr nach Clown und allem aus. Und deswegen werden wir erstmal mit dem fluffigen Blendepinsel